Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit den Yu-Gi-Oh! Karten und ich würde sagen, das hier ist der vornehme Egotist, den wir ja, wo wir im letzten Part bemerkt haben, dass da ein Gesicht ist, das ich vorher nie gesehen habe. Und diese Karte hat für mich einen besonderen Stellenwert, weil ich damals die Karten von Mai hieße, glaube ich, oder ich weiß es gar nicht, doch, ich glaube Mai, Mai sehr gut gefallen haben, die ganzen Harpien und so weiter und die Harpien-Kombos und so weiter, und ich wollte schon immer mal ein Harpien-Deck zusammenstellen. Das war so, ich sag mal, so ein kleiner Nerd-Yu-Gi-Oh-Kartensammler-Traum, und das habe ich dann irgendwie mal hingekriegt. Es ist bei weitem bestimmt nicht das beste Harpien-Themed-Deck, das es gibt, aber ich wollte einfach mal sowas mit Harpien und geflügelten Monster machen, aber vor allem Harpien. Das heißt, da drin gibt es auch schwächere Karten, aber ich habe die einfach rein, weil es sind Harpien und ich wollte einfach das im Deck haben. Das macht es unter anderem wirklich schwer, teilweise mit diesem Deck zu gewinnen, aber mir geht es, wie gesagt, auch immer irgendwie mal nicht immer nur ums Gewinnen, sondern einfach um so das Ganze, um das Ganze. Also wir fangen einfach mal an. Die Harpien-Schwestern ganz oben, davon auch nur eine Karte drin, auch nur ein Egotist. Und noch ein Harpien Girl, weil da muss man nämlich aufpassen hier. Der vornehme Egotist hat nämlich so seine kleine Tücke, wo man bei neueren Harpien Karten nicht nutzen kann. Deswegen ist das so ein bisschen, sonst hätte ich da schon längst drei von denen drin gehabt oder mindestens zwei. So, unser fliegender Kamikari. Ja, manche Karten sind halt wirklich gut. Und dieses Deck baut so ein bisschen darauf auf, eben auf Wind, wie ihr seht, wie viele Windelemente. Und auf die Effekte der Karten, die meist irgendwie einfach so eine Mischung aus, ich nehme dem Gegner die Karten weg, ich gebe dem Gegner die Karten wieder in die Hand und eben eine Mischung aus und eben halt noch zusätzlich sowas ist wie, ich power meine Monster auf, beziehungsweise die Monster powern sich gegenseitig auf, und je mehr ich von einer Anzahl Monster habe, desto stärker werden sie, also vom gleichen Namen. Und ja, das hat auf jeden Fall Power. Das mit diesem Deck habe ich schon einiges gerissen, wo viele gedacht haben, also wo viele dann unterschätzt haben. Jetzt wird es wieder orange. Ich will aber nicht, dass es orange wird. Hier sieht man mal, das ist die Harpien Queen. Auch eine Karte, auf die ich ja schon stolz bin, weil ich finde die auch wieder einfach mega. Und das ist halt wirklich auch mal gebürtig gewürdigt. Eine 1900er 4-Sterne-Karte. Und eine Harpie. Das ist wirklich was, wo lange, lange Zeit gefehlt hat. Weil für so ein Deck, wo mittlerweile jeder irgendwie 1900er Karten hat, mit 4 Sternen, dann ist es einfach, naja, ein bisschen nervig, wenn du nur mit 1400er Karten ankommen kannst oder so. Oder 1600, 1700, 1800. Und der Gegner dann einfach, ich spiele den Hund mit 1900 Angriff, tot. Ja, deswegen, es hatten so viele 1900er. Und ich war so heilfroh, dass ich irgendwann mal die Harpien Queen gezogen habe. Und ja, coole Karte auf jeden Fall. Bereichert halt ein Harpien-Deck ungemein. Und hier haben wir auch mal so eine Art männliche Harpie. Der Birdman. Nennen wir ihn einfach mal Birdman, aber es ist definitiv eine Harpie. Und beziehungsweise nein, ein Harpien-Mann. Und ich mag einfach diese Vogelwesen so ein Stück weit. Und Harpien können da halt definitiv auch dazu. Birdface erinnert mich ein bisschen an Garuda, aber Garuda hatten wir auch noch. Bladefly. So, und jetzt geht der ganze Harpien-Spaß los. Denn da ist immer so die Krux, dass hier steht, this card's name is treated as a Harpy Lady. Und so viel ich das weiß, steht im Egotisten drin. Genau. Im Egotisten steht nämlich drin, seht ihr das? Harpie-Karte. Das heißt, nur die alte Harpie-Karte funktioniert mit dem Egotisten und nicht die neuen, auch wenn die neuen letzten Endes die drei Schwestern sind, nur aufgeteilt. Aber die Karte wird als Harpien Lady genutzt, der Name. Und deswegen, ja, hat man ein kleines Problem. So, da haben wir hier dann die Harpien auf jeden Fall. Oh, hier hat es Harpie. Oh, die Karte wird als Harpie. Oh, das wusste ich nicht. Das fällt mir jetzt erst auf. Ist ja genial. Ach, dann könnte man vielleicht tatsächlich noch die eine oder andere Harpien-Schwestern und den Egotisten beilegen. Das ist schön zu wissen.
Das stimmt ja, da war ja was. Die Karte wird nämlich als Harpie behandelt. Nicht als Harpien Lady, sondern als Harpie. Wobei Harpie Star. Ja, okay, gut. Alles klar. Und hier steht aber Harpien Lady. Street ist es Harpien Lady. Jetzt bin ich verwirrt. Ach, ich glaube, deswegen war ich so verwirrt. Ach so, also kann ich das auch benutzen. Ah, okay. Dann ist das wieder ein Englisch. Ein Englisch. Deutsch. Hin und her. War es manchmal sowieso ein bisschen blöd damals als Kiddie, wenn man englische Karten gelesen hat und dann so, hey, das steht da, das steht da drauf und wir ja, wie heißt wir, wo gerade mal Englisch lernen und wir meinen dann zu den anderen, hey, da steht das und das drauf, ja, ich meine, ich bin gerade erst in der 5. Klasse, aber ist egal, ich kann Englisch schon, das steht da und da drauf und da steht, dass die Karte mit 2300 Angriffspunkten, die Lebenspunkte direkt angreifen kann. So ein Rotz gab es dann damals auch. So Debatten auch immer beim Kartenspielen. Ich habe das ja damals bei meinen Kids auch ein Stück weit bemerkt, wo die angefangen haben mit ihren Star Wars Trading Card Games und so weiter. Dann auch so, nee, das ist falsch, was du sagst. Nee, Quatsch, das stimmt nicht. Das ist doch voll gelogen. Herr Weber, gucken Sie mal, die haben da irgendwie. Die schummelt, es stimmt gar nicht, die Regel gibt's nicht, bla bla. So genau, das kenne ich aus meiner Kindheit auf jeden Fall auch. So, und wieder dieser komische Stich. Was haben wir hier? Genau, der Schallraser. Der Schallraser. Und auch so eine Karte, die ich voll cool finde, ist der Babyspieldrache, der Harpie. Nicht nur, weil er putzig aussieht, und weil die Harpie cool ist. Nein, einfach, weil die Effekte auch ziemlich cool sind. Wenn man die eben halt auf der. Ne, warte mal. Okay, nee, da wird. Nee, okay. Ich sag dazu gleich noch was. Wegen der Harpien Lady. Nee, da war das jetzt mit irgendwie einer. Wegen Harpien Mädchen. Da war das noch nicht, okay. Ah, jetzt kommt's gleich, genau. Der Harpien Bruder, auch eine ziemlich coole Karte, die wir damals abgefeiert haben. Einfach, weil es mal eine männliche Harpie war. Die erste männliche Harpie überhaupt. So, und jetzt kommt ein interessanter Vergleich, wie ich finde. So, euch fällt bestimmt was auf. Also rechts, das ist Englisch und links, das ist Deutsch. Ja, toll. Euch fällt bestimmt was auf und dann nimmt die Kamera das nicht an. Das ist natürlich geil. Hoppala. So. Seht ihr da einen Vergleich? Moment. Da-da-da-da. Hör auf, diesen blöden Stich da zu machen. Ich will den nicht. So, ihr seht den Vergleich, oder? Und da frage ich mich ernsthaft, what the fuck? Harpien Girl ist. What the fuck? Ernsthaft. Da sehr, ja, nicht sehr bekleidet, sag ich mal. Und hier im Deutschen hat sie so eine Art Taucheranzug an. Da frage ich mich, ich dachte immer, die Amis sind eigentlich eher die brüden Menschen und nicht die Deutschen. Aber. Scheinbar ist das halt so. Dann ist das halt so. Dann haben wir hier noch die Oldschool-Harpie, die da natürlich nicht sein darf. Und ja, die natürlich sein muss. Und hier halt noch ein paar Fallenkarten. Ich kann die mal kurz hier so zeigen. Harpien-Flederwisch natürlich ganz wichtig für ein Harpien-Deck. Hier einen Negotisten noch rein. Harpies Hunting Ground ist auch eine so schöne Karte, wo ich noch hatte. Was gab es denn da noch? Es gab doch noch was. Ach ja, die ist auch cool. Speziell auch für Harpien gemacht. Also es gibt schon ein paar Karten für Harpien. Und dann war da noch eine Karte für Harpien. Nee, die nicht. Das war, glaube ich, eine Falle. Ja, war eine Falle. Hier, hysterische Party. Auch eine coole Sache. So. Oder ich muss aber leider schon Schluss machen, weil meine Battery ausgeht. Aber ich würde halt auch wirklich sagen, für die nächsten zwei Parts mache ich auch mal einen anderen Tag noch. Und werde es irgendwann mal in Zukunft dann nochmal hochladen. Jetzt nicht an einem Stück. Werde mir das so ein bisschen vorbehalten und dann schauen wir mal, was wir draus machen. Gut, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte ich darum, ein kleines Däumchen nach oben zu geben. Dann weiß ich, dass euch das gefallen hat. Und dann weiß ich auch, ob ich in naher Zukunft oder in ferner Zukunft die weiteren Videos mache, hochlade oder ob ich es lasse. Weil ich andere auch, ich habe noch genug Ideen. Boah, ich habe so viele Ideen. Okay, das war's mit den Yu-Gi-Oh! Cards, meiner Kindheit und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin der René von der Maison Manga. Oldschool Harpie, nee, hier. Nackte Harpie. Nein, das ist nichts für Deutschland. Oldschool Harpie sagt Tschüss. Tschüss, sagt Tschüss.
Die Karte kann nicht reden. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen noch zu einem kleinen Video. Und zwar heute, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze nennen soll. Aber mir hat ein Abonnent etwas wahnsinnig mega abartig krasses geschenkt. Alter, wie soll ich das sagen? Okay, also ich soll ihn nicht erwähnen. Also danke, Mr. Anonym. Ich meine, wir wissen ja, wer gemeint ist. Also wir zwei wissen es. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass sowas in der Richtung kommt. Ich habe ja mal, glaube ich, irgendwann mal erwähnt gehabt, dass ich Yu-Gi-Oh! Nicht abgeneigt bin und ich den Manga sehr gerne lese und die Serie sehr gerne geschaut habe. Ja, und daraufhin kam jetzt, am 24. November, ja, habe ich, ja, das hier bekommen. Ein Battle Pack 2, War of the Giants. Titanen ziehen in den Kampf. Und ja, und wie ihr seht, ist es ein Display. So wie das bei den Verkäufern immer steht, wo die Booster Packs drin sind. Ja, die kann man irgendwie scheinbar, ich weiß nicht, vielleicht hat er da diverse Connections oder so, oder vielleicht kann man die auch so kaufen. Also ich habe mal, glaube ich, ein Display gesehen, aber das hat ja wahnsinnig viel Geld gekostet, irgendwie an die 60 Euro oder so. Alter Schwede, du bist verrückt, ne? Ja, und ich habe die Booster, wie ihr seht, habe ich sie schon aufgemacht. Also, um einfach mal zu gucken, wie viel da so drin ist. 36 Booster Packs waren das. Also, ihr seht, einen Haufen Karten auf jeden Fall. Und was mir dann auch gleich aufgefallen ist, muss ich auch mal dazu sagen, also es sind neuere und ältere Karten dabei, ja. Also wieder so ein schöner Mischmasch. Aber was mir aufgefallen ist, ist, es gibt scheinbar, also ich bin ja jetzt nicht so aktiv in dem Yu-Gi-Oh!-Sammelgedöns, scheinbar gibt es eine Karte, also gibt es eine Mosaik-Rare-Karte heißen die ganzen. Und diese Mosaik-Rare-Karte, die sieht so aus, die glitzert so. Ja, ihr seht das. Das ist wie so Daten, die über den Computer laufen. So. Matrix. Nee, ja, und ich muss ehrlich sagen, so im ersten Moment, wisst ihr, was ich gedacht habe? So wurden damals nämlich die Card Games gefaked, mit diesem simplen Glitzereffekt hier. So gerade so, das waren dann so vor allem bei Pokémon-Karten ganz beliebt. Du konntest die auch dann teilweise wie Kleber, also wie so Aufkleber, konntest die dann so abziehen. Übel witzig eigentlich. Ja, da fuck. Auf jeden Fall geil. Und das sind so mal die besten Karten hier. Die habe ich mir rausgenommen. Die werde ich eventuell mal sogar in ein Deck reinpacken. Aber was ich am most awesomesten finde, ich habe halt gleich mal zwei Götterkarten gezogen gehabt. Einmal Ra und einmal Slifer. Und ihr wisst ja was? Ich weiß, die sind verboten und schlag mich tot. Aber fuck, finde ich das awesome. Und vor allem Slifer, weil Slifer ist eine coole Socke. Ich meine, guck dir den an. Der hat zwei Münder. Ja. Also, der könnte euch doppelt so viel unterhalten, wie ich es tun kann, weil ich habe nur einen, aber awesome, einfach geil. Ich habe die noch nie in der Hand gehabt und ich dachte immer, die sind so super selten und ja gut, die waren vergleichsweise auch super selten, 36 Booster Packs, aber ich habe zwei bekommen und ich habe eigentlich noch so gehofft, dass der gute Kollege hier noch dazu kommt, aber nee, dann war es vorbei und aber hey, auf jeden Fall fetten Dank. Das kommt auf jeden Fall in meine Sammlung. Ich stelle mir das hier oben hier rein, da in dieses leere Fach. Da kommt das Ganze rein und das ist awesome. Das ist echt awesome. Ich war platt. Danke auf jeden Fall. Und hiermit habe ich auch ein Video darüber gemacht. Ja, geil. Dankeschön. Echt fett. Ich habe mich mega gefreut. Ja. Okay, gut, das wär's. Bis dahin, euer René von der Meso Manga. Ciao, ciao.